Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3. Und wir sind wieder hier mit unserer Happy Family. Nachdem es wieder 3 Millionen Probleme gab, sind wir jetzt hier. Also, was ich hier alles durchmachen muss für dieses Let's Play, wow. Draußen chillt auch noch ein Paparazzi. Ist einfach nur schön. Warum sind die ganzen Lichter an? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Leni ist die Erste, die erwacht. Wie süß frisst sie denn aus dem Napf? Oh, I love it. So, guten Morgen, Riley. Ich weiß gar nicht, was wir heute vorhaben. Also, ich gehe hier ohne Plan rein, ne? Sophia ist auch da. Nice. Die muss heute auch arbeiten, okay. Ich habe mir gedacht, vielleicht, glaube, man kann nämlich irgendwo hingehen zum Rathaus oder so und das halt so richtig stellen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wegen Rufmord verklagen. Hier, das machen wir mal. Die Kinder sind auch erwacht, aber sie müssen ja auch gleich zur Schule. Okay, sie hat jetzt noch 19 Tage, um den Trank zu entdecken für Spezi. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Wenn nicht, bin ich schon echt traurig. Mehr Aufmerksamkeit den Lamas. Ah, meinetwegen. Steht der diesmal wenigstens hier direkt? Nö. Wo ist der Bus? Hier unten. Wow. Viel Spaß euch in der Schule. Und wir kriegen Rechnungen. No. Und dann können wir auch direkt diesen Scheck überreichen. Sophia ist am Start. Guck mal, er wünscht sich sogar so einen Stand. Das ist süß. Sophie hat eine Zahlung in Höhe von 2155 erhalten und musste die Gerichtskosten übernehmen. Aber nice. Es hat trotzdem funktioniert. Von daher hat es sich grundsätzlich gelohnt. Jetzt fühlt sie sich auch viel besser wieder. Nice. Oh Gott, hier sind ja viele Leute. Freundschaft im Namen der Karriere. Oh. Ja, wir müssen heute wieder ohne Kamera leben, I guess. Sie soll sich mit Steven Johns Flynn anfreunden. Ja. Kriegen wir bestimmt hin. Kennen wir den? Nee, kennen wir noch nicht, aber ist nicht schlimm. Okay, die Leute kommen dann nach und nach dann doch rein. Anscheinend war das irgendwie ein bisschen verbuggt oder so. Deswegen stehen hier alle. Ach, das ist Schule und Stadion. Oh. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Und sie soll noch ein Buch schreiben über Kaylin Najera. Na, meinetwegen. Sind beide sehr anstrengende Sachen, aber wir kriegen das hin. Fange einen Fisch und bringe ihn zum wissenschaftlichen Institut, um deine schulischen Leistungen zu verbessern. Das kriegen wir definitiv hin. Und er möchte an einer außerschulischen Aktivität teilnehmen. Sehr gerne. So, Noelle ist zu Hause. Und jetzt soll sie mal dieses Buch beenden, damit sie diese anderen Bücher schreiben kann. Also, was sie schreiben soll. Einladung zu einer Party. Ja, freut mich, aber wir können nicht. Säubere das Insektarium. Das kriegst du auch hin. Nein! Ich hasse mein Leben. Wir sind wieder zurück. Dieses Mal haben wir leider den Gerichtsprozess verloren. Deswegen geht es ihr immer noch schlecht. Und ansonsten haben wir auch keine Gelegenheit bekommen. Aber anscheinend unternimmt morgen die Klasse von Ava einen Ausflug ans Polizeirevier. Gerne. Und was ich eigentlich machen wollte, ist, dass ich Adrian zum Pfadfinden anmelde. Ins Ausland reisen. Girl. Nee. Ich möchte mir nicht noch mehr Crashes zulegen, ja? Das ist in Ordnung für dich. Aber trotzdem sollst du endlich mal dieses Buch beenden. Ob sie jetzt noch ein anderes schreiben soll oder nicht. Sie soll es einfach mal beenden. Hier, red mal mit deinem Bre. Ist vielleicht wichtig, was ist das? Die Tierretterin, wie süß ist das denn? 6 Streuner adoptieren. Ja, da sehe ich sie. Das akzeptieren wir. Bring die Papiere ins Rathaus. Okay, easy peasy. Und da sie sich wünscht, Hausaufgaben zu machen, kann sie gerne ihre Hausaufgaben machen. So, und Adrian ist jetzt beim Pfadfinden. Ich finde es so wild, dass da Pfandfinden steht, ne? Wem ist das nicht aufgefallen? Yay, 6 Tantiemen in Höhe von 1600. Das ist gut, oder? Hey, wir haben jetzt schon 2300 pro Woche. Das ist schon die Hälfte. Sehr, sehr gut. Sie möchte direkt ein neues Buch schreiben. Die haben ja gar keinen Spiegel in ihrem Zimmer. Was ist das denn? Nein, weil sie muss ja noch ein bisschen Charisma lernen. Also, so, die Leute vom Rathaus sind aufruh. Wenn sie mit den Hausaufgaben fertig ist, darf sie gerne durchs Teleskop schauen. Und du sollst direkt mal duschen gehen, weil du bist der größte Stinker der Welt. Sie möchte einen Streuner adoptieren. Kann ich auch verstehen. Aber ich fände es richtig süß, wenn sie halt so Tiere adoptieren würde und so. Dass das so ihr Ziel ist. Und danach machst du bitte auch deine Hausaufgaben. Das ist voll wichtig und so. Level 6. Das ist sehr gut. Dann fehlt nur noch ein Level. Warum ist Adrian eigentlich ein Star? Muss ich irgendwas wissen? So, und dann darf er gerne nochmal einen Muffin backen. Und wenn das gut wird, dann können wir ja demnächst mal in den Park gehen und dort ein paar Muffins verkaufen. Als ob das innerhalb von 2 Sekunden anbrennt. Kann irgendwie nicht sein. Och Mann, der Arme. Digga, kannst du aufhören, in diesen Raum reinzugehen? Abschließen? Ich kann nicht für ihn abschließen. Ich raste gleich aus. Nerv mich nicht. Ich will einfach nur duschen. Ja, ja, das mit dem Charisma hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber ist schon okay. Ich habe die Party schon verpasst. Ups. Sie hat heute frei. Dann ist es ja gar nicht so schlimm.
dass es schon so spät ist. Guten Morgen, es ist 4 Uhr, warum bist du schon wach? Aber kein Problem. Und weil er jetzt noch so viel Zeit hat, kann er ja nochmal versuchen, einen Muffin zu machen. Irgendwann wird's klappen. Kostenloser Urlaub. Komm, diesmal klappt's. Hoffentlich. Was, wenn ich jetzt schon speichere? Damit das safe ist. Oh, lecker. Juhu. Dann stellen wir den mal weg. Und an dem Punkt wäre ich bereit, ihm was zu kaufen, ja? Oh Gott. Spiel hat schon wieder 10 Jahre gebraucht, deswegen hatte ich kurz ein bisschen Panik. Süß. Und den kann man, glaube ich, dann auch ins Inventar packen. Sophia und Riley sind schon on the go. Und weil wir ja dieses Ding hier noch haben, kann er auch mal ein bisschen im Baumhaus spielen. Sonst war das irgendwie ein bisschen unnötig, dass wir es mitgenommen haben. Ihr geht's auf jeden Fall gar nicht gut. Sie hat richtig schlecht geschlafen, leider. Eine Teenager-Party. Natürlich. Okay, die Party veranstaltet sie natürlich erst nach der Schule. Ich habe vergessen, dass die ja heute auf dem Polizeirevier sind. Ava, das können nur Erwachsene benutzen. Okay. Ava hatte auf dem Ausflug zur Polizeiwache jede Menge Spaß. So, dann komm mal nach Hause und dann machen wir eine Party. Dann können wir auch mal ein paar Teenager kennenlernen. Ist auch nice. Weil wir suchen ja ein Abschlussball-Date. Ist doch klar. Ich glaube, wenn ich Teenager-Party andrücke, ich glaube, dann kommen auch nur Teenager, oder? Nö. Dann muss ich mich hier durch scrollen. Ich hoffe, dass diese Leute dann aber auch kommen, auch wenn wir sie nicht kennen. Okay, das sind alle Teenager aus der Stadt. Natürlich ungezwungene Kleidung. Wir beginnen um 18 Uhr. Warum beginnt heute der Ball? Sie hat dann noch 18 Tage bis zur Alterung. Nö, dann lassen wir den ausfallen. Pech. Die Party ist wichtiger. Sie will Pizza bestellen. Schon relatable. Warum ist sie schon so müde? Oh no. Wir gehen nicht zum Abschlussball. Lass mich in Ruhe. Da ist jemand. Ja, ich komme, Leute. Stellt euch vor, ihr seid Eltern. Auf einmal steht da so eine Bar in eurem Wohnzimmer. Ey, es kommen voll viele. Yay. Ja, Pop ist, glaube ich, ganz gut. Warum gehen die denn jetzt? No. Die kommen ja an und gehen dann wieder. Why? Oh, aber er bleibt, weil ich ihm einen Drink bringe. Oder auch doch nicht. Dann trink selber. Safe wegen dem Abschlussball. Och, Manu. Ich find's echt fies. Ach, süß. Sie isst den Muffin von ihrem Bruder. Immerhin. Jetzt hat sie ihren Abschlussball sausen lassen. Um eine Party zu veranstalten, wo keiner Bock drauf hatte. Ja, dann kann sie auch schlafen gehen. Warum ist der Laptop kaputt? Anscheinend kommen die Erwachsenen früher zurück. Die Gäste sind froh, dass sie dabei waren. Es waren keine Gäste dabei. Aber okay. Toll, die Eltern kommen zurück und alles ist kaputt irgendwie. Okay, die haben jetzt wieder neue Wünsche. Und die Midlife-Crisis ist weg. Warum ist sie nicht müde? Ich cheate ihr das ein bisschen runter. Ihr beiden könnt ja nochmal kurz techtelmechteln. Man gönnt sich ja sonst nichts. Heffern, ihr zwei. Warum schlaft ihr nicht? Ava hat Leni offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Sie möchte mit Leni Freundschaft fürs Leben schließen. Heule. Guten Morgen, Adrian. Ja, königlichen Hofvorsitzenden. Ich glaube auch. So, Sophie hat am meisten Zeit heute, deswegen kann sie die ganzen Sachen mal reparieren. Hoffentlich. Bestnote in der Schule erhalten. Wie süß ist das denn? So gut sieht's aber gerade nicht aus, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, weil sie eine Party schmeißen wollte, wo dann niemand erschienen ist. Und vielleicht ist sie auch so nett und sie kann dann hier alles sauber machen. Oh, Riley ist jetzt auch irgendwie noch ein bisschen berühmter geworden. Warum auch immer. Warum bist du nicht in der Schule? Ja, können wir machen. Bisschen Athletikfähigkeit erhöhen. Geht immer. Den Kinderwagen können wir eigentlich verkaufen. Dann let's go. Wir wollen. Also wenn es nur um Starpunkte geht, finde ich es ein bisschen Dafür ist es mir zu anstrengend, mich mit jemandem anzufreunden. Oh mein Gott, ihr geht's so schlecht. I'm sorry, girl. Erreiche mindestens den ersten Level der Fotografiefähigkeit. Okay, Schulprojekt. Beförderung, yay. Wetterfrau. Level 7, wow. Oh mein Gott, sie muss keine Storys und Kritiken mehr schreiben. Bin ich froh. Kamera, Foto aufnehmen. Mein Tier. Ein Hund. Wie schnell steigt denn die Fähigkeit? Ich weiß es nicht. Aber man kann bestimmt auch irgendwo Fotografie-Dings kriegen, oder? Kurs, meine ich. Aber ich weiß nicht, wo. Ich weiß auch nicht, wie schnell die Fähigkeit steigt. Adrian möchte gerne zu Lindsay gehen. Okay. Es kostet Geld und es ist einfach nur stressig irgendwie. Ich will das jetzt heute noch machen, Alter, weil das ist ja so... Oh, es hat funktioniert. Yay, Level 1. Geh lieber nach Hause, das ist bescheuert. Und die machen ihre Hausaufgaben süß. Aber dann kann sie ja ein neues Buch starten eigentlich. Sie möchte schon wieder einen Liebesroman schreiben. Ich kann ja vielleicht über ihre Eltern schreiben quasi. So Leidenschaft in der Belladonna-Bucht. Okay, ich würde dann aber an der Stelle auch den Part beenden. Ich denke, dass es ganz okay gewesen ist von dem, was wir erreicht haben. Die Teenager-Party war jetzt nicht so ganz das, was wir uns erwünscht haben. Aber Dinge passieren. Es ist halt mal nicht so eskaliert, wie wir uns das vielleicht erhofft hatten. Wir hätten aber auch ahnen können, dass an dem Tag der Abschlussball ist. Meine Güte. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Wenn ihr irgendwelche Ideen noch habt, was wir machen können in dem Let's Play, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!